So, willkommen zurück. Factorio. So, gleich ist so weiter, ist es hier leer. Hier ist ein bisschen Platz geworden. Es ist jetzt nicht so viel, aber ich kann ein bisschen was machen. Da drüben die Kohle ist mir, glaube ich, erstmal Wurst. So, ja, erstmal brauche ich das Mikro ein bisschen näher bei mir, weil ich kann jetzt nicht so laut werfen, weil es nachts ist. So, was ich jetzt noch machen wollte, war eine kleine Produktion für Glas automatisieren. Habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Das machen wir noch. Die ist jetzt nicht von Mauern geschützt und von Türmen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das werden sie so schaffen. Werden wir es so schaffen, je nachdem. Na. Oh, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte mir Bänder holen. Oder beziehungsweise Bänder. Ich kann mir Bänder hier noch gar nicht holen. Doch, doch. Bänder kann ich mir holen. Bänder werden produziert. Unterirdische auch. Bloß Teile noch nicht. Geht ja nicht, weil, ne? Weil Feldauswegen ist nicht. So, okay. Ja, so. Die funktionieren auch und nehmen ihr Zeug raus. Passt. So, was wollte ich jetzt noch? Ach ja, Strom. Strom wollte ich bringen. Muss ich da echt zu weit runter? Alles mit denen, das muss ich anders machen. Das kann ich nicht mit so einem Scheiß machen hier. Großer Mast. So, wo kann ich den ansetzen? Hier. Schön. So, du gehst jetzt mal bis runter. So, bis hier von mir aus. Okay. Und dann gehen wir eben mit den Masten lang. Wichtig wäre, dass wir gleich den Typen anschließen hier. Der das raussammelt. Ach ja, siehst du hier für Hefty. So meine ich, mit dem Abstand dazwischen. Aber gut, ich meine, das ist halt auch so ein Ding von mir. Das ist effektiver, finde ich. Weil die würden sogar noch mehr produzieren. Die überlappen sich ja trotzdem. Aber so hat man eben die Chance, noch irgendwas dazwischen zu bauen. Gerade am Anfang. Ich meine, hier habe ich ja jetzt schon große Strommasten, da ist es ja eh wieder wurscht, aber also größere. Aber naja. Okay, egal. Was soll's. Du wolltest es anders machen. Egal. So, hier wird eine Produktion reichen. Ich werde es mir übrigens niemals merken, wie viel das ist, bis ich hier herkomme. Ich werde es mir niemals merken. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, ich glaube, der muss aber auch noch hier lang. Glaube ich. Wir werden gleich sehen, ob es stimmt. Vielleicht sollte ich mir wirklich mal so eine blöde Blaupause mitnehmen. Oder daraus machen. Damit ich mir sowas mal merke. So. Dann kommt hier halt. Ja, die. Wie gesagt, die bauen wir nur relativ klein auf, weil das ist ja Quatsch, die groß aufzubauen. So, jetzt werden wir gleich sehen, ob es stimmt. Im Prinzip können wir es jetzt auch schon feststellen. Habe ich überhaupt noch Schmelzen? Ach so, ich habe hier ja schon Hochöfen. Ah, da war ja was. Das ist gut. Das gefällt mir. Klappt. Gut, habe ich richtig berechnet. Schön. Das ist doch sweet. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Oder so. Ach, den hätte ich, glaube ich, im Nachhinein sogar drehen können, das Band. Naja, egal. So, das reicht so. Weil hier reichen 4 Öfen. 1, 2, 3. Die sollen nur ein bisschen Quarz herstellen. Quarz, klar. Ein bisschen Quarz. Glas. Danke, Glas sollen die herstellen. Da reichen erstmal 4 Öfen, nur ich habe keine Lust, das eben draußen hinzustellen. Hier kann man vielleicht noch irgendwas anderes mit reinmachen. Oder ich brauche später viel Glas oder was. Schauen wir mal. Ich habe noch ein paar andere Ideen im Kopf, was ich heute machen will in der Folge. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt zur Elektronikproduktion kommen. Müssen wir mal gucken. Lustig wäre es, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob wir das schaffen. Ob ich das schaffe, ja. Was kommt hier an? Hier kommt das Quarz. Ja, von mir aus ist ja egal. So. Und dann kommt hier praktisch die Kohle. So. Ach so, vielleicht sollten wir auch das machen, ne? Sonst kann das nichts werden. So. Okay. So, dann sollen die den Scheiß hier produzieren. Können wir da rausführen dann. Passt schon. So, viel Spaß damit.
So denn? War gerade schon. Sag mal, bin ich eigentlich so blöd? Ja, bin ich. So, verbinden. Ja, also mir wäre es natürlich jetzt lieber, ich könnte schon ein Ding machen, aber kann ich ja noch nicht. Ich habe ja noch keine, keine Dingsbumsöfen, keine Elektro. Das wäre natürlich schon sweet. Weil deswegen muss ich jetzt nämlich nochmal Kohle anschließen. Aber naja, gut, das erreicht mir der kleine Patch hier unten, der reicht vollkommen. Vor allem, da sind 34K drin, da sind 38K drin, 62, 50, das reicht. Das ist okay. Richtig krank sind teilweise zwei, drei Erzförderer weiter oben, wo ich jetzt gleich wieder hingehe. Aber jetzt fangen wir trotzdem mal ein bisschen mit Elektronik an. Weil die haben teilweise noch 130, 140K Kohle drin. Bis die natürlich leer sind, naja gut, schade. Aber zufällig habe ich mir da was vorbereitet. Und zwar ein Lagerhaus. Ich habe ja diesen Warehousing-Mod hier drin. Damit der Scheiß hier mal aufhört, ey. Weil hier sind die zum Beispiel. Hier haben wir so Teile. Da 64K, das geht noch. 76, naja, 53. So, der 75 geht auch noch. So, was haben wir hier? 54 geht auch noch. 103. 128. 75. 134. 97. Das ist einfach scheiße. 116. Und da war das Auto safe. Er ist einfach abartig. Ja, hier reingehen 160K. Und wie gesagt, das Blei hier brauche ich eh nicht. Ich habe unten ja viel, viel mehr, wo ich eben meine Produktion habe. Da ist eben das meiste bis jetzt 897K. Das reicht mir erstmal eine Zeit lang. Ich habe natürlich mittlerweile eine ganz schöne Schmutzplane. Auch das ist klar. Gut, Aliens geht ja. Sind ja erst hier so, ne? Passt schon. Ja, bin ja schon relativ weit gelaufen, auch um sie zu sehen, wo sie sind und wo eben meine Ressourcen sind, die ich brauche. Nur gut. Dann würde ich sagen, weiß ich gar nicht, bauen wir es gleich noch, kommen wir bei uns gleich noch hinten dran. Braucht sowieso. So. Ach so, da brauche ich aber gleich noch einen Strommast, sehe ich gerade, weil das wird sonst gar nichts. Das können wir fett vergessen. Dann machen wir hier so einen Strommast rein. So. Und dahinter können wir jetzt mit schnellen Greif haben das Ganze nach drüben ballern. Zwei Stück reichen, komm. Passt schon, ne? So, weil dem ist es egal. Die können einfach da rausmachen. Nur da habe ich Filter rein, damit die nur die Kohle rausnehmen, ja? Möchte es ein bisschen trennen einfach. So, okay. Jetzt müsste der Spaßvogel da unten ja auch mal fertig sein. Ist er. So, das heißt, jetzt müssen wir erstmal alles hier abreißen. Dann vor allem auch die ganzen Strommasten abreißen und mal richtig hinbauen. Gucken wie. Also hier brauche ich auf jeden Fall erstmal Platz. So. Ja, die da oben muss ich erstmal zur Sicherheit stehen lassen. Wegen der Erzförderer. Gut, was ich jetzt als allererstes machen will, wozu ich kommen will auf jeden Fall, ist jetzt Holz. Jetzt bin ich gerade am überlegen, wie ich das am besten hier durchbringe alles. Wir brauchen ja im Prinzip, ja doch, wir brauchen das sowieso. Ja, komm, hier hin. Oh, der hätte sogar gleich Strom, das ist natürlich schön. Okay. So, und da machen wir jetzt Holz. Nichts anderes, es geht jetzt um nichts anderes als Holz. So, jetzt ist natürlich die Frage. Also, ich habe es ja heute beim Hefti, mit dem Hefti zusammen zocken gesehen, dass das, was ich vorhatte, nicht gereicht hat. Wo habe ich denn jetzt gerade reingelassen, das Holz? Direkt von oben. Erster? Ich werde es mir nie merken. Erster. Danke. Gut, da muss ein Teiler hin. Teiler. So. Das ist scheiße. So. Richtig rum, bitte. Mal bis hier. So. Jetzt wird es eh witzig, weil jetzt ziehe ich mir nämlich mein Holz. Selbst ich werde mir hier mein Holz leer ziehen. Ja. Ja, es geht aber. Die sind. Ja, die haben ja auch noch genug in Reserve, was fertiggestellt ist, ne, was sie drauf ballern können. Das passt schon. Was bei uns ja nicht der Fall ist. Ach so, übrigens, ne? Hefti. Das ist ein Bus. Jeweils zwei.
Eisen und Kupfer. Und ansonsten ist er ja genauso. Ne? Also von da drüben bis hier reicht das schon. Da kommen jetzt, ja, heute im Laufe der Nacht noch ein paar Produkte drauf. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch alles aufnehme. Also hier habe ich eben die Holzproduktion. Hier habe ich auch so Lagerhäuser, die habe ich von Hand befüllt. 160k ist das Maximum für die Warenhäuser, für das Warehousing. So, also, ich brauche jetzt Montagemaschinen. Ich lasse da oben mal ein bisschen Platz. Da unten muss ich auch Platz lassen, das geht so nicht. So. Ich habe mir natürlich vorher schon hier einiges an besseren Schaltungen auch geholt, ja, als ich alles noch nicht automatisiert hatte. Deswegen habe ich ja auch schon bessere Maschinen, als wir bei uns hatten. Ach, das könnte man eigentlich auch mal ändern. Siehst, wenn wir Montagemaschinen 2 da reinballern, dann dürfte das mit dem Holz auch mal besser werden. Ich bin ja vielleicht ein Honk. Ah, das gucken wir morgen oder übermorgen, wenn wir weiter zusammen auf der Karte zocken. Sorry, Hefti, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Also, sowas Blödes. Naja, egal. So. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob man vielleicht einfach sagt, auf der anderen Seite macht man noch mehr. Und ich denke, das sagt man auch. Also, das heißt, wir drehen hier jetzt. Ich stelle mir hier ein paar Fabriken hin. So, ein bisschen versetzt, warum nicht? Kann man machen. So. So. So, natürlich saugt es jetzt wieder das Holz leer. Aber halt, wie gesagt, nur kurz, weil ja die Baumfabriken, die Gewächshäuser gut gefüllt sind. So. Und ich denke, das ist besser, wenn wir so viel machen. Ich denke, das ist einfach besser. So, das soll die Grundproduktion an Holz sein. So, Resin kann ich, glaube ich, auch nur in der normalen Fabrik herstellen. Nicht in der Elektronikfabrik. Ne, kann es vergessen. Okay, naja gut. Schicksal. Hey, wieso habe ich denn die überhaupt? Ich bin doch ein Horst. So, wie viel habe ich denn jetzt hier? 1, 2, 3, jeweils 7, ne? Also habe ich 14 Stück Holz. Ich habe bei uns auf dem Server, also auf dem Server, sage ich, auf dem Heftig sein Rechner, ist das ja auch nur, auf der Karte habe ich, glaube ich, nur 5 gebaut oder so, oder maximal 10. Und das sind T1-Fabriken, hier habe ich T2. Ich denke, das wird laufen. Passt. Gut. Okay, dieses war der erste Streich. Der zweite folgt sogleich. Von wegen. Weil das kriege ich hier nicht raus. Also muss ich das so führen. Da geht's aber. So. So, danke. So, das wäre also die Holzproduktion. Nein, nicht Resin. Normales Zwischenprodukt, Holz. Shift rechts. Und dann links. Ihr dürft alle Holz produzieren und dann ballere ich euch die Entnahmegreifarme dran, wenn ihr ein bisschen was vorproduziert habt. So. Dann auf der anderen Seite werden wir Harz machen, Resin. Ich glaube, davon brauche ich auch nicht ganz so viel. Glaube ich. Obwohl. Ich würde fast sagen, das machen wir so ähnlich. Vom Aufbau her. Ist wahrscheinlich besser. Erstmal bis hier. Mal gucken, wie wir klarkommen. So. Da brauchen wir jetzt nicht mehr Rücksicht nehmen. Nö. Ja, okay. So. Kriegt man 8 Fabriken unter. Ist schon mal nicht schlecht. Ist schon mal nicht schlecht. Huch. Ganz weit rauf brauchen wir gar nicht. Ja, das wird auch wieder witzig hier. Es wird ein bisschen ein Gewurstel, was ich hier mache, danach hat. Aber naja. Okay, komme ich da raus noch? Ich werde es gleich sehen. Vor allem das Problem ist, ich muss ja mit dem anderen auch noch... Oh. Ich glaube, ich muss das ein bisschen anders bauen. Gott sei Dank habe ich es noch nicht auch komplett aufgebaut und komplett angeschlossen, weil ich glaube, ich muss ein bisschen ausweichen. Ah, es geht. Gut, es geht. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich nur gucken, wie ich dann den anderen lege. Weil das geht nämlich nicht. Den muss ich irgendwie... Ah,
Böses Foul. Moment. Doch ein bisschen anders legen. Kameraden der Ostfront. So machen wir das. So. Und hier. Machen wir das so. Passt. Okay. Dieses war dieses. Okay. Ja, also das reicht locker von Harz. Bin aber echt überlegen, ob ich... ob ich das tausche. Das würde aber jetzt bedeuten, dass ich die blöden Holzplatten dann bei mir im Inventar habe. Naja, ich muss eben eh noch eine Müllkiste bauen. Ob ich lieber die 8 nehme und baue aus den 8 Holz und aus den 7 mache ich Harz. Ja, wobei Harz, Lötzinn brauche ich glaube ich später bei anderen Sachen auch noch. Oder Harz. Ja, für Gummi auch. Weißt du, was wir rotzfrech machen? Wir machen hier nur Platten. Wir machen hier einfach nur Platten. Und wir machen eine zweite Factorisimo-Fabrik, in der wir Harz produzieren. Ganz einfach. Scheiß drauf jetzt. Und dann natürlich auch Lötzinn. Weil das den Grundstoff dafür habe ich ja. Die Lötlegierung. Genau. Und dann können wir da weitermachen. So klappt es mit dem Nachbarn. Machen wir jetzt hier nur Platten. Und dann können wir die sogar zusammenführen. Fällt mir gerade auf. Dann hätte ich es sogar so lassen können. Mein Gott, bin ich ein Horst. So. Und dann darf der raus. So. So läuft es praktisch, ja. Okay, machen wir da nur Platten. Passt schon. Machen wir es doch ein bisschen größer als auf der gemeinsamen Karte. Weißt du, heftig, ich lebe gerne in Übertreibungen. Hast du schon mitgekriegt, glaube ich. Ich sag, passt schon, brauchen wir. Und es soll eben viel über den Bus laufen. So. Okay, die Grundproduktion dafür steht. Also das wären hier praktisch Holzplatten. So. Okay, das wäre dieses. Jetzt haben wir aber gesagt, wir brauchen ja Resin auch noch. Harz. Das wird jetzt alles ein bisschen komisch und nicht unbedingt schön. Gerade wegen der Factorisimo-Fabriken. Egal. Wir machen hier mal einen Teiler hin. So. Dann führen wir das nach unten. So. Das führen wir dann gleich nach oben. So. Da fällt mir ein, ich brauche noch mehr, ja, definitiv mehr Rohstoffe für Factorisimo-Fabriken. Da komme ich heute doch noch nicht so weit, wie ich wollte. Also, zumindest augenscheinlich sieht es erstmal nicht so aus. Na, mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. So, was wichtiger ist eigentlich, ist der Stein. Ich habe nämlich keinen Stein mehr. Was ist denn hier los? Achso, der Filter ist erst da unten. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Gib mir Stein. So, gib mir eine Factorisimo-Fabrik. Habe ich da hinten auch noch eine hingestellt? Hier irgendwo müsste eine stehen. Nee, stimmt. Also da unten ist klar. Also das Bleiglanz hier unten habe ich komplett zugebaut, das Blei. Also es war mir scheißegal. Habe ich nicht noch eine Fabrik irgendwo hingestellt gehabt? Habe ich wohl vergessen. Mhm. Ja gut, dann habe ich mich da jetzt ein bisschen vertan. Dann habe ich das wahrscheinlich gerade verwechselt mit der anderen, mit unserer gemeinsamen Karte. Schade, schade. Gut, das, interessiert mich jetzt nicht mehr eigentlich. Ich nehme das untere. Egal. So. Ach ja. Wo kommen die Holzplatten raus? Hier, ne? Nö. Hehehehe. Hier auch nicht? Hä? Ach so. Ich bin so doof. Ich habe so noch gar nicht den Ausgang noch gar nicht aktiviert. Ich wollte doch jetzt das andere machen. Hi, danach bin ich bescheuert. So. Okay, gehen wir hierher. Noch einen Abstand besser. Ja, das wird jetzt ein bisschen, doch alles ein bisschen weiter oben, als ich gedacht habe eigentlich, die Produktion. Das Eisen hier ist mir egal, die Kisten sind mir jetzt voll im Weg. Das ist ja scheiße. Muss ich nochmal umstapeln, das muss näher an die Mauer ran. Beziehungsweise das Ganze wahrscheinlich irgendwie anders. Entweder auch nochmal ein Warehouse nehmen oder pff, mal gucken.
Also ich habe ein bisschen Platz hier gekriegt. Der Rest hier wäre mir egal. Die Kohle würde ich gern retten. Das ist halt das Problem. Weil die kann ich dann später in die Feststoffproduktion reinführen. Dafür wäre es schon gut. Aber das dauert da echt noch Ewigkeiten. Wow. Na gut. Dann ist jetzt heute gar nicht so viel passiert. Ist jetzt schade. Dumm gelaufen. Also was ich jetzt hier habe, ist eben hier die Holzplattenproduktion. Und die... Also die Bauholzproduktion, so rum. Und aus dieser Bauholzproduktion kann ich jetzt ohne Probleme Holzplatten produzieren. Weil, wenn man jetzt sieht hier, Zwischenprodukte, der macht ja zweimal Holz aus einmal Rohholz. So, wenn ich jetzt Bobs-Zwischenprodukte habe, sind wir bei der Holzplatte, die ich als erstes brauche. Und aus einem Holz macht er zwei Holzplatten. So, das dauert 0,7, bis die fertig ist. Und wie lange dauert das Holz? 0,5 weniger. Passt wunderbar. Ja, klappt. Hat die sogar einen Brennwert? Ne, die nicht mehr. Die Holzplatte nicht mehr. Diese vorgebohrte. Gut. Und dann eben auch noch hier. Also hier oben mache ich jetzt dann in die Fabrik, wenn Licht drin wäre, die Produktion für Harz und dann Lüb. Ne, nicht Lötlegierung. Lötzinn. Weil dafür brauche ich Lötlegierung und Harz. Das heißt, hier rein mache ich jetzt die Lötlegierung und Holz. Die Lötlegierung liegt ja hier in der Mitte. Hier, da ziehe ich mir jetzt was ab, baller das da rein. So, dann habe ich nämlich das schon mal. Dann kommt da oben drüber eine Fabrik. Irgendwie so, ich weiß noch nicht genau wo. Ich denke mal, vielleicht sogar rotzfrech hier schon. Da baue ich dann die grundlegende Platine. Und die will ich nämlich hier schon abführen. Da habe ich bereits ein bisschen was hingebaut. Weil die soll mir dann ermöglichen, dass ich da drüben endlich mal weiterbauen kann. Unter anderem fehlt mir das hier noch, um Arme zu bauen. Und hier die Teilerbänder. Wenn das am Laufen ist, geht es nämlich hier drauf. Beides. Wird außen, denke ich, zusammengeführt auf 1. Dachte ich. Ja, ist so. Wird hier zusammengeführt. Und hier die Fabriken sollen dann natürlich Wissenschaftspaket 2 machen. Auch da habe ich schon, ne? Das wäre also jetzt der nächste Plan. Deswegen fehlt mir jetzt hier einfach die grundlegende Platine. Noch gar nicht die Schaltung, die Platine. So, die habe ich jetzt heute soweit vorbereitet. So, was ich noch gemacht habe, was ich jetzt kurz zeigen will. Es wird schwer zu lang. Und es ist eigentlich nicht viel passiert, aber naja, gut. Unten eben die Glasproduktion, haben wir ja gesehen. Das ist schon mal ein Ding. Aber es war noch mehr. Gibt noch mehr zu gucken. Hä? Aber nur, wenn ich richtig rumlaufe. Heidana. So, bin mal gespannt, was mit Ark los ist. Das nervt mich gerade ein bisschen. Stürzt ab ohne Ende. Aber das haben schon Leute geschrieben, dass das so ist. Also ich hoffe, dass wir da schnell nachbessern. Hier habe ich mir die Wasserquellen geholt. 4 Stück, das reicht erstmal. Für reines Wasser, ne, damit ich eben hier Elektrolyse anschließen kann. Und die haben halt eine richtig geile 5,5 km pro Sekunde. 5500. Also, das reicht. Passt schon. So, und dann werde ich hier irgendwo in der Nähe noch eine Fabrik bauen. Habe ich überhaupt noch ein Gebäude? Ein Gebäude hätte ich sogar noch. Und werde da mal anfangen langsam... Ich habe mir schon ein paar hergestellt, ja. Ich habe hier einen Kompressor, ich habe so ein paar Pumpen und sowas. Werde hier mal mit dem Stickstoff-Scheiß anfangen. Das heißt, ich stelle mir eine Fabrik hin, knall da Druckluft rein, mit diesem Überladerohr, wie das... Ich nenne sie mal Überladerohr, das da, ne? Diese Massenflüssigkeitsverbindung. So. Und dann mache ich drinnen in der Chemiefabrik Stickstoff. Da draus. Und dann kann ich nämlich weitermachen. Stickstoffmonoxid. Nee, das nicht. Was meine ich denn? Hä? Ich bin nur ablädt. Wieso mache ich denn Stickstoff in... Wegen Ammoniak. Natürlich, dafür brauche ich nämlich Stickstoff. Genau. Also muss ich Elektrolyse auch noch machen. Muss dann nämlich Ammoniak machen. Aus Stickstoff und Wasserstoff. Brauche aber 2,5 Teile mehr Wasserstoff als Stickstoff. Ah, ist das blöd. Ja, egal. Krieg mal hin. Und dann machen wir dann Stickstoffmonoxid. So rum ist es nämlich. Aus Ammoniak und Sauerstoff. Naja gut, Sauerstoff kriegt man ja übrig. Wenn wir hier das Ammoniak machen, brauchen wir eh Wasserstoff. Dann haben wir hier den Sauerstoff übrig. Passt. Genau. Und dann kriegen wir nämlich hier als Produkt
das Stickstoffmonoxid, aber leider auch zu 20 Teilen, aber leider auch 12 Teile reines Wasser. Was ich wieder irgendwo reinstashen kann. Richtig nervig. Na gut, okay. Soweit mal bis hierhin. Das wird ekelhaft. Ich werde das demonstrieren, wenn es soweit steht. So sieht es also jetzt aus. Der Plan ist jetzt klar. Grüne Pakete werden gleich stehen. Das dauert nicht mehr lange. Ein paar Minuten noch. Hat jetzt trotzdem viel zu lange gedauert, das alles zu zeigen. Sorry. Ja. Aber hier ist endlich Platz. Ich kann weiterbauen. Wie gesagt, das Eisen, da ist mir egal, das kann ich zubauen. Und das bisschen Kohle hier ist mir auch egal. Nur hier drüben, den ganzen Patch, den möchte ich natürlich schon aufheben. Das ist der Hammer, was da teilweise noch drin steckt. Aber ich brauche es auch nicht mehr effektiv, weil bis ich die bräuchte, bin ich wahrscheinlich so weit, dass ich Elektroöfen habe. Und dann ist es egal. Ne? Also wie gesagt, das ist ein Bus. Ne? Und der wird nach oben zur linken Seite bestimmt immer größer, immer größer, immer größer, immer größer, weil das ganze Zeug immer mehr dazu wird. Was mir gerade einfällt, da oben ist, ach so, das Zinn, ja, das baue ich zu. 581k, Moment, und ich hole mir für die Produktion das von hier unten, das sind, ist 1,1 Millionen, obwohl es weniger aussieht. Nee, dann bauen wir das da oben zu, das ist mir egal. Gut, danke fürs Zuschauen, gerne Like oder Kommentar. Viel ist jetzt nicht passiert, sorry, aber wie gesagt, ich baue das ein bisschen größer, als wir das bei uns auf der Karte haben. Ist zwingend notwendig. Und dann kann man nämlich Gas geben. Bis dahin.